du gern zu meinem Abschied gestern Abend eingeladen? Aber ich konnte nicht. Nicht mehr. Ich will, dass du weißt, egal wo ich bin immer für dich da. Wenn es dir schlecht geht, wenn es dir gut geht. Ich bin für dich da. Immer. Das ist alles mit Frau Saalfeld abgesprochen. Ja, aber nicht mit mir, Herr Sonnbichler! Ja? Herr Sonnbichler, das geht jetzt nicht. Ja, aber... Ja, kein Aber, Sie können jetzt nicht in den Urlaub. Wollen wir? Wir können. Du darfst nicht gehen. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you? Frau Schweizer, bitte. Ich habe keine Lust, Ihretwegen den Flieger zu verpassen. Bitte. Bitte geh nicht. Also, ich... Egal, was passiert und egal, wie schwierig das alles wird. Es ist nicht richtig. Ja, aber... Du heiratest doch kein Niederbö. Ihr geht zusammen nach Italien. Sein kleiner Sohn, der mag dich. Wir können allenfalls Freunde bleiben. Aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Und du auch nicht. Wenn ich hier bleibe, dann tun mir sehr viele Menschen weh. Konstantin, steig jetzt bitte ein. Werde glücklich. Du auch. Fahren Sie endlich. So leid es mir tut, Sie hätten das vorher mit mir absprechen müssen. Ja, aber Frau Saalfeld... So geht das doch nicht. Sie sprechen mit Frau Saalfeld, Ihr Kollege geht zum Direktor und der Page kommt zu mir. Das ist ein völliges Chaos. Also, es muss eine Stelle geben, an der alles zusammenläuft und das bin nun mal ich. Herr Stahlfeld, Herr Stahl, Entschuldigung. Wir sehen das ja auch ein, aber könnten Sie vielleicht mal eine Ausnahme machen? Wir wollen zu unserer Tochter zu einem Firmenjubiläum. Also ich kann verstehen, dass Sie enttäuscht sind, aber ich muss das Wohl des Hauses im Auge behalten. Also falls der Küchenchef einverstanden ist. Ja, das ist er. Ja, dann gebe ich Ihnen gerne frei. Aber Sie bleiben vorerst hier.
Nein, Hildegard, wir fahren trotzdem. Ohne uns wird hier schon nicht gleich alles zusammenbrechen. Alfons, er ist nun mal unser neuer Chef, ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Und ich fände es sehr unklug, wenn du dich gleich zu Anfangs mit dem anlegst. Ja, gut, aber du fährst. Und keine Widerrede. Einer von uns beiden muss bei dem Jubiläum anwesend sein. Schließlich gäb's ohne uns die Firma schon gar nicht mehr. Ja, gut. Aber du versprichst mir was. Was denn? Alfons, du bleibst friedlich unserem neuen Chef gegenüber. Ja. Marlene, ich hast du Lust auf einen Kaffee? Ich habe noch ein bisschen Zeit vor meiner Sprechstunde. Du, ich wollte eigentlich jetzt mit dem Roller eine Runde drehen und ein bisschen üben. Du weinst ja. Er ist schon ein sehr, sehr guter Freund. Du, ich muss jetzt los. Sehen uns später, okay? Bitte, bitte fahr vorsichtig, ja? Herr Stahl? Ja? So nicht. Wenn meine Ex-Frau oder ich einen Angestellten einen Urlaub gewähren, dann gilt unser Wort. Da können Sie nicht einfach daherkommen und alles auf den Kopf stellen. Ich nehme an, Sie sprechen von Herrn Sonnenbichl. Ich spreche von Herrn Sonnenbichl. Der steht draußen an der Rezeption, dabei sollte er längst auf dem Weg zu seiner Tochter sein. Ich kann leider im Augenblick nicht auf ihn verzichten. Ich bin gerade dabei, mich einzuarbeiten, da brauche ich die Mitglieder des engeren Führungszirkels um mich herum. Und dazu zählt der Chefportier doch auch in Jena. Vielleicht sollten Sie erstmal ein Praktikum absolvieren und Ihren Beruf von der Pike auf lernen. Ein paar Tage als Kellner reichen da nicht. Eine Führungskraft muss nicht jeden Ablauf bis ins Kleinste kennen. Sie ist verantwortlich für die großen Entscheidungen. Ja, und die treffen Sie dann so ohne Sachkenntnis? Dafür habe ich ja kompetente Mitarbeiter, wie Herrn Sonnenbichl. Vergessen Sie bloß eins nicht. Sie sind ja nur Geschäftsführer. Der Direktor bin immer noch ich. Außerdem sollten Sie als Führungskraft wissen, dass den Anordnungen des Vorgesetzten immer Folge zu leisten ist. Es ist also eine dienstliche Anweisung, Herr Sonnenbichler, Urlaub zu gewähren. Wenn Sie so formell wollen, ja. Da haben Sie sicher nichts dagegen, wenn ich diese Anweisung mit dem Mehrheitseigner bespreche. Mit dem Papi? Ich bin gespannt, ob er den von ihm eingesetzten Geschäftsführer stützt oder einen Direktor, der nur noch deshalb amtiert, weil mein Vater eine sentimentale Anwandlung hatte. Es ist besser, wir arbeiten zusammen. Sonst bekommen Sie über kurz oder lang Probleme. Ich lasse mich doch nicht von einem Quereinsteiger zum Frühstücksdirektor degradieren. So hätte ich Sie nie bezeichnet. Konstantin hat recht. Wenn er hier geblieben wäre, wir hätten alle nur furchtbar unglücklich gemacht. Michael, Mama. Ihr würde es den Rest geben, zu erfahren, dass er ausgerechnet mich liebt. Und wir selbst wären in der Situation doch auch niemals glücklich geworden. Konstantin war viel mehr als nur ein Freund. Er ist die Liebe meines Lebens, die ich jetzt verloren habe. Hallo. Ist Herr Riedmüller schon abgereist? Oder was ist mit Ihnen los? Herr Pfarrer, ich weiß, außer am Sonntag in der Messe sieht man mich hier nicht allzu oft. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Nein, ich habe nur einen Moment Stille gebraucht, um mich abzuregen. Ach so. Ich dachte, Sie wären mit Ihrer Frau unterwegs zu Ihrer Tochter. Ja, das dachte ich auch.
Aber unser neuer Herr Geschäftsführer hat mir den Urlaub gestrichen. Naja, und jetzt? Jetzt wollte ich höheren Beistand, um mich ein bisschen zu beruhigen. Aber was rede ich? Sie haben ja Ihre eigene Geschichte mit dieser Familie. Ihre Frau hat Ihnen erzählt, dass Leonard Stahl mein Halbbruder ist. Sie wollte das eigentlich gar nicht. Das ist mir sowieso ohnehin klar, dass Sie beide keine Geheimnisse voneinander haben. Dann sind Sie nicht böse. Nein, nein, das ist nicht so wichtig. Ich meine, Hauptsache spricht sich nicht unbedingt drum. Von mir erfährt niemand was. Ja, im Grunde genommen ist mir diese ganze Familie vollkommen egal. Friedrich Stahl ist mein Erzeuger, nichts weiter. Mein Vater ist der Mann, der mich voller Liebe und Fürsorge großgezogen hat. Ja, aber das muss doch schon merkwürdig sein, wenn man in Ihrem Alter plötzlich seinem Erzeuger gegenübersteht. Meine Probleme mit diesem Mann liegen ganz woanders. Ja, klar. Sie ärgern sich, dass Sie die Kapelle verlieren. Wenn die Stahls meinen, Sie brauchen unbedingt einen weiteren Konferenzraum, na bitte. Diese Kapelle hier war sowieso nur eine Übergangslösung, bis die Dorfkirche saniert ist. Naja, aber das dauert ja noch ein bisschen, soweit ich weiß. Ja. Aber ich werde mit den Stahls sowieso nichts zu tun haben. Aber Sie als Chefportier, Sie müssen sich arrangieren. Ja, da wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Sehnsucht nach dem schönen Leonard? Natürlich nur nach dir, mein Schatz. Schon klar. Wir sehen uns in der Mittagspause. Da musst du mir alles haarklein erzählen. Bis dann. Sie an Frau Jentsch. Herr Stahl. Sie haben es aber nicht lange ohne uns ausgehalten. Herr Stahl, wegen neulich Abend. Sie hatten ein Bier zu viel. Das kann jedem mal passieren. Ja, aber was ich da gesagt habe, das ist schon vergessen. Ihre Freundin hat mir gesagt, dass Sie kaum Alkohol trinken. Ja. Aber was machen Sie wieder hier? Sie mussten doch zurück an die Arbeit. Ja, aber die Konditorei, bei der ich angestellt war, hat pleite gemacht. Im Fürstenhof ist leider nichts frei, falls Sie deshalb zurückgekommen sind. Nein, nein, ich wollte eine Coco besuchen. Ah. Wo ich jetzt schon mal frei habe. Und dabei den Plan für ein eigenes Hotel ein bisschen vorantreiben. Das ist zunächst wohl kaum mehr als ein Traum. Ja, große Unternehmen haben immer erst mit einer Idee angefangen. Oder einem Hirngespinst. Und am Ende sind alle überrascht. Sie glauben also, Träume können wahr werden? Ich bin davon überzeugt. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, wovon man träumt. Aber wenn Sie mir meine neue Restaurantleiterin gleich wieder abwerben wollen, das kann ich nicht zulassen. Ich glaube, bis der Traum Wirklichkeit wird, das dauert noch eine Weile. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Zeit ab und zu mal sehen. Ich muss leider weiter. Ja. Bis bald. Tschüss. Schon die ganze Zeit, dass es nicht nur um die beiden Vögel gegangen ist, als du mich nach ihnen gefragt hast. Oh, Entschuldigung. Ich schütte hier mein Herz aus und wir sitzen uns noch. Ist doch bescheuert. Tina. Marlene. Ich kann schon verstehen, dass dich die ganze Situation überfordert. Also, ich dachte wirklich, es ist die einzig richtige Lösung, wenn Konstantin geht, aber dann habe ich seinen Brief gelesen und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ihn vielleicht nie mehr wiedersehen werde, dann denkst du, dass du das nie im Leben aushältst? Das ist mir noch bei keinem anderen so gegangen. Ja, bei ihm scheint es ja ganz genauso zu gehen. Ich meine, ich habe mir schon sowas gedacht. Nachdem ihr dreimal täglich zu mir gekommen seid und mich gefragt hat, ob es Romeo und Julia auch wirklich gut geht. Entschuldige, das ist doch total irre, wenn ein Vogel freiwillig in den Käfig hineinfliegt, um bei dem zu sein, den er liebt. Ach Gott, ich kann das so gut verstehen. Lieber eingesperrt mit Konstantin als frei, aber ohne ihn. Oh Mann, wenn es doch bei uns auch so einfach wäre.
Ja, aber wie stellst du es jetzt eigentlich vor? Ich meine, willst du deinen Doktor heiraten, obwohl er nur zweite Wahl ist? Und warum nicht? Ich dachte, sie wären noch nicht wieder so weit. Und wenn ich sie mir so anhöre... Es wäre ihre Pflicht gewesen, nach der Absage in Wien sofort für mich ein neues Engagement zu suchen. Sind Sie meine Agentin? Oder sind Sie es nicht mehr? Doch, natürlich. Dieses bisschen Rumgehopse da im Fitnessraum ist auf die Dauer auch nicht der große Bringer. Von meinem anderen Klienten mal ganz abgesehen. Ah. Goran Kalkbrenner. Die meiste Zeit ein ziemlicher Oberchaot. Ja, also, dann legen Sie los. Suchen Sie mir was Neues. Mit wem auch immer ich spreche. Die werden wissen wollen, wann sie wieder auf dem Damm sind. Ganz bald. Die Dinger hier, die helfen ganz gut. Wäre es nicht besser, Sie warten, bis Sie wieder ganz gesund sind? Was soll ich denn überhaupt noch hier? Ich verstehe vollkommen, dass Ihnen hier die Decke auf den Kopf fällt. Aber jetzt schon wieder nach neuen Engagements zu suchen... Angenommen, ich finde eins für Sie. Sie sind noch nicht wieder ganz fit und müssen wieder absagen. Dann wäre Ihr Ruf komplett ruiniert. Was sagt denn Dr. Niederbühl? Kann der einschätzen, wie lange Ihre Stimme noch brauchen wird? Wenn ich irgendwas von ihm höre, dann sind Sie die Erste, die davon erfährt. Und jetzt suchen Sie mir einen neuen Job. Sonst sind Sie Ihre nämlich bald los. Wie Sie wollen. Passen Sie auf sich auf. Und bitte überanstrengen Sie sich nicht. Zeichen meiner Treue. So erkläre ich euch zu Mann und Frau. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Herr Direktor, telefonieren Sie? Ist aber nur gesattelt. Ja, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Der Hengst ist im Moment sehr nervös. Trauen Sie mir etwa nicht zu, dass ich mit ihm klarkomme? Ich reite seit Ewigkeiten. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben. Soll ich nicht lieber Django satteln? Sie sollen tun, was Ihnen gesagt wird. Seien Sie bitte vorsichtig, ja? Ich weiß, wie ich mit dem Hengst umgehen soll. Michael, der ist wirklich immer für mich da, wenn ich ihn brauche. Bei ihm fühle ich mich sicher und geborgen. Aber es kribbelt nicht. Ich freue mich, wenn ich mit ihm nach Italien gehe. Mit Fabienne und vielleicht kriegen wir auch irgendwann eigene Kinder. Trotzdem würdest du lieber mit Konstantin zusammen in einem Vogelkäfig hoppen. Marlene, du denkst die ganze Zeit über Gründe nach, die für eine Hochzeit mit deinem Doktor sprechen. Aber eigentlich liebst du ihn nicht. Doch. Nur anders. Okay. Konstantin, der war meine ganz große Liebe. Vom allerersten Moment an, als ich ihn gesehen habe. Aber das ist jetzt vorbei. Ach, deswegen hast du versucht, ihn zum Bleiben zu überreden? Nein, es ist nur... So ein starkes Gefühl, das bricht halt manchmal einfach eben durch. Weil es nicht vorbei ist, sondern immer noch da. Du machst dir was vor und wenn du wirklich ehrlich zu dir selber wärst, dann wüsstest du das. Wir haben uns geküsst. Das macht die Sache jetzt nicht wirklich besser. Ich muss mit Michael reden. Hast du dir das gut überlegt? Gut überlegt? Wir wollen heiraten. Ich kann ihn doch nicht die ganze Zeit anlügen. Ja, aber du bist doch jetzt total durcheinander. Das ist nicht gerade die beste Voraussetzung für ein vernünftiges Gespräch. Also mit Vernunft habe ich es wirklich lang genug versucht. Heute Vormittag, als Konstantin gefahren ist, da bin ich in Michael reingelaufen. Ich bin mir ganz sicher, dass er gemerkt hat, was mit mir los ist. Ja, klar. Er ist dein Verlobter.
Ich muss ihm mein Gefühlschaos erklären, sonst könnte ich mal weiteratmen. Ja, aber wie glaubst du, dass er reagiert? Michael ist wunderbar. Hat ein Recht darauf zu erfahren, was mit mir los ist. So was Leckeres zu essen. Das habe ich dem Küchenchef abgeschwatzt. War nur zur Feier des Tages. Der war übrigens sehr interessiert, als er gehört hat, dass du wieder da bist. Keine Chance. Ich habe den Geschäftsführer getroffen. Du hast ihn schon gesehen? Den Geschäftsführer? Ja, ist er doch, oder? Aber nicht nur das. Zumindest nicht für dich. Jedenfalls hat er gesagt, dass es gerade keine freien Stellen gibt. Ich bin mir sicher, Herr Konopka würde sich über eine talentierte Konditorin in seinem Team sehr freuen. Außerdem hast du ihm schon gezeigt, was du kannst. Mit der Hochzeitstorte? Ja, aber wenn der Geschäftsführer das sagt. Du, der hat überhaupt gar keine Ahnung, wer in der Küche gebraucht wird und wer nicht. Außerdem finde ich, es ist fast deine Pflicht, hier anzufangen. Aus Familientradition. Deine Großmutter hat hier schon gearbeitet. Nur wenn du hier anfängst, erweist du dich als würdige Nachfahrin Dero von Weyersbrunn. Bitte erzähl niemandem von meiner Familie, ja? Nur weil dein Großvater das Schloss verkauft und sich damit der Kohle abgesetzt hat? Oh, Schätzchen, andere Familien haben noch ganz andere Leichen im Keller. Ja, das macht's aber nicht besser. Okay, ich halte meinen Mund, wenn du mit dem Küchenchef sprichst. Ich bin mir sicher, der schickt dich nicht weg. Ich habe den beiden ihren Urlaub fest zugesagt. Ohne mit meinem Sohn zu sprechen. Hätte ich vielleicht tun sollen. Friedrich, ich sehe das Problem nicht. Es geht nur ein paar Tage. Also ich kann Leonard schon verstehen. Während er sich hier einarbeitet, will er die wichtigsten Mitarbeiter natürlich um sich haben. Im Interesse des Fürstenhofs. Oder geht es darum, dass er deine Entscheidung nicht respektiert? Nein. Warum dann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich für alle Hotelangestellten so ins Zeug legst. Es geht mir um Alfons, also um Herrn Sonnbichler. Ihr kennt euch näher? Ja. Na klar, sonst wärst du ja kaum bei ihm und seiner Frau eingezogen. Nur, ob man einen Urlaub gewährt oder nicht, das ist doch ein Routinevorgang. Der muss doch nicht von den Gesellschaftern besprochen werden. Alfons wäre nur zu gerne zum Firmenjubiläum seiner Tochter nach London geflogen. Und ihm das zu verweigern. Ja, aber was erwartest du jetzt von mir? Ich kann Leonard nicht in den Rücken fallen. Oder gibt's da jenseits aller Argumente noch andere Gründe, warum du dich so für den Mann einsetzt? Alfons und ich, uns hat mal sehr viel verbunden. Vor meiner Ehe mit Werner. Wir haben einen Sohn zusammen, Alexander. Schweizer. Ist was passiert? Ich habe ihn hier hingestellt, genau hier habe ich ihn hingestellt und jetzt ist er weg. Wer? Mein neuer Roller. Jetzt ist mein neuer Roller weg, ich glaub's nicht. Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sind Sie sich sicher, dass Sie ihn genau hier abgestellt haben? Ja, hier hin. Den hat sich irgendeiner gekrallt. Oh. Bichelheim, am helllichten Tag? Ja, wie, jetzt glauben Sie mir nicht, oder was? Doch, schon, natürlich, aber ich wundere mich, dass es jemand wagt, hier auf offener Straße ein Schloss zu knacken. In einem Dorf, wo jeder jeden kennt. Ich hab mich abgeschlossen. Ich hab den Roller nicht abgesperrt. Das ist wie eine Einladung. Und die sich irgendwer voll gefreut hat. Sie sind ganz schön durch den Wind, seit Konstantin weg ist. Ja, der hat ihn jetzt wahrscheinlich zumindest nicht klauen können. Ja, dann. Dann rufe ich jetzt die Polizei an, ne? Ja. Ja, hervorragend. Der Akku ist alle. Boah, läuft echt mega heute alles. Gut, also wenn jedes Problem so leicht zu lösen ist.
Wenn dir was passiert wäre, erfährst du es früh genug. Ja, so wie Julius König. Er hat ewig im Straßengraben gelegen. Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand, ja? Du wirst sie mal sehen sollen, wie sie losgerast ist auf ihrem Roller. Ja, was ist denn los mit ihr? Konstantin Riedmüller ist heute froh abgereist. Du hast gar nicht so zu gucken. Ich guck da nicht. Ich meine, sei froh, dass er weg ist. Das bin ich ja irgendwie. Marlene, tut mir leid, sie hat sie an ihm gehangen. Genau das meine ich. Wenn sie mal in deinem Neffen verliebt war, ja, dann ist das längst vorbei. Sie waren jetzt einfach nur gute Freunde. Ja, aber sehr eng. Jetzt hör endlich auf damit. Marlene und ich, wir werden heiraten. Wenn sie sich ihrer Sache nicht vollkommen sicher wäre, dann würde sie das gar nicht tun. Du kennst sie ganz genau. Und überhaupt, worüber streiten wir hier? Wir haben keinen Grund dazu. Konstantin Riedmüller fliegt heute ans andere Ende der Welt. Warum rege ich mich überhaupt auf? Die ganze Geschichte ist längst vorbei. Entschuldigung. Wo bleibt dieser Kerl denn? Der ist als Fahrer angestellt. Dann sollte er auch fahren und nicht irgendwo in der Gegend rumtouren. Er wird schon gleich wieder auftauchen. Diese kaputte Reisetasche hätte er doch auf dem Rückweg abliefern können. Oh, aber nur hoch. Erst macht diese kleine Schmuckfee einen Aufstand, dass er nicht loskommt. Marlene wollte sich von mir verabschieden. Sie wollte, dass du hier bleibst. Ja, vielleicht sollte ich das tun. Was? Oh. Werner! Hast du dir es doch noch überlegt? Du, wenn du dich beeilst, kannst du den Flug noch schaffen. Wir sitzen ja irgendwo auf seinem Kaff fest. Nein, deswegen rufe ich nicht an. Und ich habe meine Meinung auch nicht geändert. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du meine Frau bist und an meine Seite gehörst. Ruhig, aber nur ruhig. Was denn, ich soll hierbleiben, wo mich deine paranoide Ex-Frau permanent verfolgt? Wir hätten es schaffen können, gemeinsam. Wir können es doch immer noch schaffen. Nur nicht hier. Nur hier, weil ich von hier nämlich nicht weggehe. Aber nur jetzt ist Ruhe. Ich habe den Fürstenhof aufgebaut und durch viele Stürme und Schwierigkeiten geführt. Fürstenhof! Immer geht es nur um dieses vermaledeite Hotel! Hier geht es nur um dich und dass du deinen Willen drückst. Aber du, jetzt ist aber Schluss! Ah. Werner? Werner! Was ist los? Du, ich glaube, er hat einen Unfall. Was? Wir müssen sofort zurück. Aber wieso? Mama, was ist passiert? Wo denn hin? Sollen wir nicht gleich einen Krankenwagen? Mama! Sie sind das. Wen haben Sie denn erwartet? Ich weiß nicht. Den lieben Gott oder den Teufel. Ich kenne mich in der Kirche nicht so aus. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Zeigen Sie mir, wie man betet. Sprechen Sie mit Gott wie mit einem Freund. Er wird Sie verstehen. Und wenn ich mich selber nicht verstehe? Ich begreife einfach nicht, wie ich Konstantin mit dem Messer angreifen konnte.
waren mit ihren Nerven am Ende. Wegen der Trennung. Trotzdem. Möchten Sie beichten? Denn wenn Sie vor Gott bereuen, dann wird er vergeben. Oh mein Gott. Glauben Sie, das ist jetzt meine Strafe? Dass ich für immer meine Stimme verliere? Wegen der Abtreibung. Und weil ich Konstantin angegriffen habe. Ich bereue wirklich aus tiefstem Herzen. Aber wenn das jetzt meine Strafe sein soll, dass ich nie wieder in meinem Leben singen kann, dann weiß ich nicht, wie es für mich weitergeht. Nein, Frau Schweizer, nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Gott ist kein Rächer. Ganz im Gegenteil. Er will vergeben. Wenn ich Ihnen einen Rat geben kann. Nehmen Sie Ihr Schicksal an und verlieren Sie nie Ihren Glauben an sich selbst. Ich bin mir ganz sicher, dann kommt auch Ihre Stimme wieder. Sie glauben also, dass ich eine Konditorin in meiner Mannschaft brauche, ja? Ja, vor allen Dingen, wenn Sie die einmalige Gelegenheit haben, mit einer solchen Meisterin Ihres Fachs zu arbeiten. Meisterin? Gesellin. Ja, hier geht's doch jetzt nicht um Zeugnisse oder Prüfungen. Hier geht's allein um die Ergebnisse Ihrer Arbeit. Und die sind, wie Sie ja schon selber wissen, hervorragend. Ach, Sie meinen die Hochzeitstorte? Ja. Aber wer sagt mir denn, dass das nicht nur eine Eintagsfliege war? Also Pauline beherrscht alle Arten von Gebäck. Torte, Kuchen, Croissant, Baguette, sogar Pralinen. Sie wissen schon, dass Sie hier in große Fußstapfen treten? Ich würde mir nie anmaßen, dass ich Laura Saalfeld übertreffen könnte. Keine falsche Bescheidenheit. Das ist ein Bewerbungsgespräch, da heißt es glotzen und nicht kleckern. Das macht doch keinen Sinn, wenn ich was vortäusche, was sich nachher nicht einlöst, dann schmeißt er mich spätestens nach der Probezeit wieder raus. Quatsch! Ihnen ist schon klar, dass Sie noch einiges lernen müssen. Natürlich. Und Ihnen ist auch klar, dass Sie hier auch mal Gemüse putzen, aufräumen. Also, wir machen hier alles zusammen. Selbstverständlich. Willkommen im Team. Heißt es, ich hab dir doch gesagt, bei Herrn Konopka, da rennst du offene Türen ein. Aber der Geschäftsführer hat gesagt, es gäbe gerade keine freien Stellen. Also ob ich jemanden brauche oder nicht, das entscheide immer noch ich. Mein Mann gesehen. Der wollte ausreiten. Aber er ist noch nicht zurück. Nicht, dass ich es mitbekommen hätte, aber wieso sind Sie schon wieder hier, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Sie wollten doch zum Flughafen. Da weiß ich hier niemand um meinen Mann kümmert. Wie kümmert? Ja, wir vermuten, er hatte einen Reitunfall. Er war am Telefon mit meiner Mutter und plötzlich ist das Gespräch abgebrochen. Das Pferd war unruhig. Um Gottes Willen, braucht man Notarzt? Nein, wir wissen noch gar nicht, was passiert ist. Es ist etwas passiert. Ich hab's doch gehört. Und ich spüre es. Ich bin doch seine Frau. Rufen Sie sofort im Stall an. Die sollen mir Abraxas satteln. Ich weiß, wo er normalerweise langreitet. Ich suche ihn. Wir brauchen zwei Pferde. Ich komme mit. Nein. Bleib du lieber hier und halte die Stellung, falls ich mich doch irre. Okay, ich melde mich, wenn ich was weiß, ja. Rufen Sie endlich an! Ja? Störe ich? Oh Gott, wo bist du? Gott, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo warst du denn? Ich habe versucht, dich tausendmal anzurufen. Was? Ich habe echt einen Scheißtag heute. Und, ich muss dir ein Geständnis machen. Mir ist der Roller geklaut worden. Was?
Ich bin ins Dorf gefahren und ich hab ihn abgestellt beim kleinen Tümpel und ich war dermaßen den Gedanken, dass ich vergessen habe, den Schlüssel abzuziehen. Ich habe ihn stecken lassen, dann komme ich zurück und der. Okay, das. Jetzt ist er weg. Das ist nicht so schlimm. Aber du hast ihn mir doch erst geschenkt und er war so schön. Es ist nicht schlimm, hey, es ist ärgerlich, aber es ist doch kein Weltuntergang. Nee, Güte, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Oh Gott, ich habe mir solche Sorgen gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Du losgerast bist, du. Ich dachte, du machst einen Unfall. Ich hatte den Eindruck, dass die Abreise von Konstantin dich sehr belastet. Warum hast du nicht angerufen? Weil mein Akku war leer und ich musste noch zur Polizei den Diebstahl melden. Ist wirklich kein Problem. Marlene, ist kein Problem, wirklich. Ich bin nur froh, dass dir nichts passiert ist. Ich bin so glücklich. Hör zu, ich... Komm, es ist genug. Keine Entschuldigung mehr. Keine Geständnisse. Alles in Ordnung. Alles wird gut. Trau mir. Ich liebe dich. Auf die neue Patissiere. Ich bin nur Konditorin. Aber du wirst Patissiere. Und das unter einem Sternekoch. Hat der Konopka seinen Stern nicht verloren? Weshalb hat er doch das Kochen nicht verlernt. Ja, man wird sehen, wie es weitergeht. Jetzt sei doch nicht immer so eine Schwarzmalerin. Du machst hier Karriere. Und wenn du erst berühmt bist, dann haben wir einen weiteren Trumpf in der Hand für unser eigenes Hotel. Du bist so eine unheilbare Optimistin. Aber es läuft im Leben nun mal nicht immer so, wie man es gerne möchte. Wie man ja gerade bei mir gesehen hat. Weil die Konditorei in Dresden pleite gemacht hat. Mit dem Fürstenhof hast du dich verbessert. Also, kein Grund zu unken. Schon klar. Du bist nicht wegen des Jobs zurückgekommen. Naja, du bist hier. Und außerdem dachte ich, es wäre mal Zeit für was Neues. Mhm. Was heißt denn mhm? Du hättest dich genauso gut in Dresden arbeitslos melden können. Und da dann ganz in Ruhe nach einem neuen Job suchen. Okay. Ich wollte auch Leonard Stahl wiedersehen. Ich weiß. Ja, warum fragst du dann? Ja, weil ich es von dir hören wollte. Das hast du ja jetzt. Du machst ja also immer noch Hoffnung. Obwohl du weißt, dass er unser aller Chef ist und erklärtermaßen nichts mit dem Personal anfängt. Warum sollte ich sein Herz denn nicht erobern? Ich fürchte, er wird dir deins brechen. Obwohl ich das natürlich nicht hoffe. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Solange man sich darüber im Klaren ist, was Traum ist und was Wirklichkeit. Bin ich? Solange kein Alkohol im Spiel ist, dann verliere ich meinen Realitätssinn schon mal. Also ab jetzt? Nur noch Fruchtcocktails und Limonade. Fruchtcocktails und Limonade. Prost. Prost. Also auch immer das Gemüse im Gesicht? Soll also für Herr Sonnenbichler eine Extrawurst braten, weil er vor 100 Jahren mal was mit deiner geliebten Charlotte hatte. Halt dich zurück, ja? Na, wie soll ich es denn sagen? Weil eine besondere Verbindung zwischen Miteignerin und Chefportier existiert. Solche Konstellationen gibt's in jedem Unternehmen. Wenn man die in seine Überlegungen nicht mit einbezieht, wird man über kurz oder lang scheitern. Wird das jetzt eine Lektion in Personalführung? Ja, schreib's dir hinter die Ohren. Ich habe gelernt, keine Extrawurst für niemanden. Damit verdirbt man das Betriebsklima. Nein, es geht um Fingerspitzengefühl. Wann man nachgibt und wann nicht und bei wem. Es geht vor allem darum, dass persönliche Beziehungen keine Rolle spielen. Das tun sie immer. So naiv kannst du doch nicht sein. Ich war zumindest naiv genug zu glauben, dass, wenn du mich hier gegen meinen Willen zum Geschäftsführer machst, dass du dich nicht in alles einmischen wirst. Ich bitte dich nur, deine Entscheidung noch mal zu überdenken. Wir brauchen Sonnenbichler. Sonst hättest du ihm den Urlaub ja auch gegeben. Ich soll mich wohl noch bei ihm entschuldigen. Das würde eine Verständigung mit ihm durchaus erleichtern. Was haben wir uns hier für einen verrückten Laden angelacht?
Jeder ist hier mit jedem verbandelt. Der Direktor hat mehrere uneheliche Kinder und seine Ex-Frau hat eines mit dem Chefportier. Und das ist mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs. Was soll denn das heißen? Dass es mich nicht wundern würde, wenn hier mehrere Kinder mit zweifelhafter oder wenigstens ungeklärter Herkunft auftauchen würden. So wie du guckst, könnte man glauben, du weißt was. Ich? Nein, überhaupt nicht. Du sprichst mit Sonnenbichler und arrangierst dich. Werner! Werner, bitte! Bitte! Wach auf! Wach auf! Konstantino, ich habe ihn gefunden. Ja, er ist bewusstlos. An dieser Weggabelung, an der großen Eiche. Ja, du hast Hilfe? Danke. Werner, warum musstest du da auch Abano reiten? Du darfst jetzt nicht sterben, bitte. Ich liebe dich doch. Doris? Ist das wirklich? Oder bin ich etwas von im Himmel? Glaubst du wirklich, dass du dahin kommst? Oh, du blutest. Was? Hast du Schmerzen? Was ist denn passiert? Du bist vom Pferd gestürzt. Ja? Kannst du aufstehen? Ich kann es versuchen. Ganz ruhig. Oh. Ganz ruhig. Bleib einfach liegen. Hilfe ist unterwegs. Danke, dass du zurückgekommen bist. Dankeschön. Als ich am Telefon gehört habe, wie du gestürzt bist. Und ich dachte, wenn du jetzt stirbst, dann... Nein, Doris. Jetzt werde ich bestimmt nicht mehr sterben. Ich war auch völlig überrascht. Was? Ich habe das Fenster aufgemacht, damit Julia rausfliegen kann, wenn sie will. Und plötzlich... Plötzlich ist noch einer dazugeflogen gekommen. Ja. Julia hat mit ihrem Gesang ihren Romeo angelockt. Schweren Gedanken. Ich wollte nur mal kurz schauen, wie es dir geht. Hast du schon mit deinem Verlobten gesprochen? Ich habe das noch nicht geschafft. Vielleicht ist es aber auch besser so. Du und der Doc, ihr plant eine gemeinsame Zukunft. Ja, das ist es ja eben. Wie soll ich das schaffen, wenn ich eigentlich einen anderen Mann mehr liebe? Der aber gerade ans andere Ende der Welt fliegt. So wie du im Moment drauf bist, sollst du eh keine Entscheidungen treffen. Schlaf lieber noch mal eine Nacht drüber. Ich bin sonst auch eher der Typ, der sagt, raus damit. Aber... damit habe ich schon so viel kaputt gemacht, dass ich da einfach vorsichtiger geworden bin. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du recht. Danke, dass du vorbeigekommen bist und dass du so für mich da bist. Das ist echt lieb. Gerne. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf. Versuch abzuschalten. Wenn du dich die ganze Zeit mit der Geschichte rumquälst, dann ändert es auch nicht viel an der Situation. Sie wollten mich sprechen? Setzen Sie sich und machen Sie die Tür zu. Legen wir die Karten auf den Tisch. Sie haben Ihren Einfluss geltend gemacht. Ja, zuerst war der Direktor bei mir
Und schließlich hat mein Vater mich zur Kooperation mit ihm verpflichtet, nachdem er mit Frau Saalfeld gesprochen hat. Wie würden Sie das nennen? Ich habe weder den Herrn Direktor noch Charlotte drum gebeten. Mein Vater wollte sogar, dass ich mich bei Ihnen entschuldige, was ich hiermit tue, falls ich irgendetwas getan habe, was eine Entschuldigung verdient. Das haben Sie nicht. Und auf eine Entschuldigung, die nicht ernst meint, ist, würde ich sowieso keinen Wert legen. Bitte. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ganz im Gegenteil, ich bin auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen. Und genau deshalb konnte ich Ihnen den Urlaub auch nicht gewähren. Ich brauche Sie. Ja, ich stehe Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Aber wenn Sie denken, Sie können mir auf der Nase herumtanzen, weil Sie eine besondere Beziehung zu Frau Saalfeld haben, dann haben Sie sich geirrt. Das denke ich nicht und ich verhalte mich auch nicht so. Ach so, dann wollen Sie also keine Sonderstellung, weil Sie der Vater von Frau Saalfelds ältestem Sohn sind? Aber das ist in diesem Hotel ja gang und gäbe. Hier ist ja ganz offensichtlich jeder mit jedem verbandelt. Ach, in diesem Hotel? Aha. In Ihrer Familie, da gibt's sowas natürlich nicht. Ja, bei Ihnen wird sich nie jemand einen Seitensprung leisten, egal ob mit oder ohne Folgen. Und Ihr Vater hat natürlich keinerlei Dreck am Stecken. Was soll das heißen? Bleiben Sie hier! Raus damit! Was sind das für Unterstellungen? Konstantin! Mensch, ich dachte, du bist längst im Flieger. Aber nicht die Sehnsucht nach mir, die dich zurückgetrieben hat. Hm? Konstantin. Ich bin dabei weg. Du hast dir doch anders überlebt. Ich hab dich so vermisst. Egal, wie schwer das wird. Was ist denn los mit dir? Ich bin nicht deinetwegen zurückgekommen. Kann ich Ihnen helfen, Frau Jentsch? Nein. Haben Sie was verloren? Nein. Aber Sie suchen nach was? Briefe. Liebesbriefe. Eine kleine Schatzsuche. Mhm. Wir sehen uns. Mhm. Mama, wie lange stehst du schon da? Wie geht es, Werner? Er hat sich bei einem Sturz ein Wirbel gebrochen. Es besteht die Gefahr, dass ein Knochensplitter das Rückenmark verletzt und er gelähmt ist. Und irgendwelche Beweise? Nein, leider nicht. Obwohl... Ein Geheimfach.